Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Dawn of Man. Ich habe schon mal ein bisschen was angespielt, getestet und ich bin der Meinung, ja, es lohnt sich auf YouTube zu zeigen. Okay, hier haben wir eine offene Herausforderung, aber wir machen das freie Spiel natürlich. So, was nehmen wir uns denn? Bergsee? Flussgabel. Ich habe bis jetzt das da und das da mal angespielt. Kurviger Fluss wäre interessant und die zusammenführende Strömung. Ich glaube, das hatte ich und das hatte ich noch nicht. Wir nehmen Waldfluss. Ist ja egal, es ist überall gleich schwer. Und mal schauen, wie lange dieses Let's Play geht. So. Ja. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube hier. Doch, hier war ich auch schon, aber das ist nicht so schlimm. So, als erstes. Wir haben 7 Einwohner. Wir brauchen eine weitere Hütte. Damit das passt. So. Dann. Die Kinder sind gut geeignet zum Stöckefarmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier hinten gibt es die meisten Stöcke. Gut. So. Wo ist jetzt diese dämische Fahne? Nee, das war sie nicht. Da ist er. Ja, lassen wir erstmal auf 2 Personen. So. Nicht du. Aber du gehst Essen holen. Nein. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Okay. Nee, gut. Wir haben kein Brennmaterial. Ja, die Stöcke werden ja jetzt gefarmt. So. Als nächstes. Das ist unser Stocklager. Wir bauen noch ein Steinlager dazu. Und natürlich noch ein Lagerhaus. Hallo? So. Erstmal alles schön im kleinen Kreis bauen. So, Geschwindigkeit können wir auch ein bisschen erhöhen. So zwischendurch mal, damit es nicht allzu langweilig wird. Was macht denn das Kind? Das macht gar nichts. Hier gehen wir Stöcke farmen. Läuft denn bei dir falsch? Du gehst Feuersteine holen. Jetzt muss ich gerade selber gucken. 1, 2. Gibt's nur 2 Feuersteindinger. Okay. Ja, es gibt wirklich nur diese 2, aber egal. Kommen auch 2 dahin. So, Geschwindigkeit wieder etwas erhöhen. Die da macht jetzt gar nichts. Läuft. 0 Punkte. Heute Trockner werden wir auch noch brauchen. Die kommen dort hin. Da platzieren wir aber gleich ein paar mehr.
Meine Güte. So, und natürlich ein toten Dingsbums-Pfahl. Den stellen wir. Wo stellen wir den hin? Dahin. So. Wie gesagt, ich habe es halt schon nochmal angespielt. Ich weiß bis zur. Kann ich euch gleich zeigen. Das hatte ich schon alles. Und in dieser dritten Epoche hatte ich vielleicht 3 Sachen bisher frei. Und ja. Ich möchte jetzt mit euch zusammen das Game durchspielen. Der macht mal wieder nichts. Das ist nicht gut. So. Du gehst Fische fangen. So. Okay, Werkzeug scheinen die alle schon zu haben. Das ist gut. Und auch wichtig. Hier drüben haben wir noch ein bisschen Feuerstein. Das ist auch gut. So, du hast ein Speer. Aber du farmst gerade Stein. Das ist, ja, das, ja. Brauchen wir halt alles. Lederhammer, 4 Stück. Das reicht für die Hütte. Die können wir natürlich gleich erstmal auf höchste Priorität setzen. So, du kommst auch mit. Denn ihr drei geht erstmal ein Tierchen jagen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo eins ist. Da. Ja, der alte Mann kommt wieder nicht hinterher. Oh, da ist ein Elch, Hirsch, Reh, keine Ahnung. Erstes Tier erlegt. Gab natürlich auch gleich wieder einen schönen Punkt. Na komm jetzt. Ja, der ist über alle Berge, toll. Da müssen wir halt den dort umnieten. Oh. Ja gut, im Wasser kriegt er natürlich keinen Schaden. Sollen die da rüberkommen? Der müsste jetzt... Ja, der geht zum Steinbock ausweiden, das ist gut. Geschwindigkeit natürlich wieder etwas erhöhen. So, kommt das Bison da hinten wieder? Oder Büffel? Ne, Bison war das. Oder bleibt der weg? Er scheint weg zu bleiben. Das ist gut. Ja, der ist ausgeweidet und da bringt er schon das erste Essen. Wir brauchen für das Knochenwerkzeug 5 Punkte. Werden wir auch bestimmt als erstes freispielen. So. Ihr kommt.
ne? Das Haus müsste noch ein Leder brauchen. Ja. Und da... Ne, ich dachte, da kommt's an. Schade, schade. Na? Ja, ist fast fertig. Immer wieder lustig zuzusehen, wie die Menschen so arbeiten. Oh, was läuft denn dort rum? Ziegen. Mufflon. Oh, hier, wo sind denn die Görn? Komm mal her hier. Kannst hier Essen holen. So, da haben wir schon. Nee, wir nehmen als erstes das da. Das ist nämlich wichtig. So, ihr geht auch hier Essen holen. Und da. Du hast nichts zu tun, du gehst dort Essen holen. Ey. So, das sind wir erstmal ein bisschen versorgt. Dann hier, genau. Einmal trocknen. Zweite Mal. Dritte. Mehr brauchen wir fürs erste nicht. Ja, Technologien, bla bla bla. Was machst du? Nix. Warum machst du nix? Hier, geh mal Steine holen. Ja. Geschwindigkeit mal wieder schön erhöhen. Und wir haben einen Meilenstein. Das gefällt mir. So, der hat nichts. Wir brauchen aber noch ein bisschen was. Da warten wir aber ab, bis wir die nächsten Punkte haben. Nee, warte mal, du kommst dort hin. Du hier auch. Ihr beide geht jetzt noch mal auf die Jagd. Kommt, beeilt euch, bevor es weg ist, das Viech. Und das war so arschklar, dass das wieder ins Wasser geht. Ich weiß nicht, ob man das im Wasser ausnehmen kann. Auf jeden Fall ist es tot. Geil. Ja. Allzu viele Tiere möchte ich auch jetzt nicht gleich auf die Schnelle jagen. Denn... Wir haben hier nur Holzsperre. So, das ist auch down. Dann einfach mal die Geschwindigkeit wieder erhöhen. So. Und wir haben den nächsten Meilenstein.
Dann kommt natürlich jetzt das neue Werkzeug dran. Ne, nicht Meilenstein, hier, Dings. Genau, okay. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. So, wir speichern ganz kurz ab. Natürlich muss das hier alles flutschi-butschi weg. Aufnahme. So. Das war's aber auch schon mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.